Guten Abend. Wir haben den 27. Mai, es ist 18:24 Uhr und in diesem kleinen Clip geht es um die Lufthansa. Lufthansa, klassischer Reopen Stock und grundsätzlich finde ich, dass die Lufthansa in den letzten Tagen die insgesamt negativen Meldungen doch recht gut verkraftet hat, muss ich wirklich sagen. Die Geschichte mit Lukaschenko, mit Minsk, das ging nur kurz an denen vorbei. Der Verkauf von 33 Millionen Aktien durch die Erben der Familie Thiele hat kurzfristig belastet, aber auch nicht mehr. Ich finde, der Wert hält sich ganz hervorragend. Die letzte Empfehlung, die ich gelesen habe, geht auf 14,50 €. Ich gehe da höher. Also ich finde Lufthansa auf diesem Niveau ist interessant. Vor euch liegt der Chart auf 5-Jahres-Sicht vom 18.07.2016. Könnt ihr euch noch an diese Bewegung hier erinnern? Da waren die bei fast 32. Ich glaube, kein Mensch hätte hier erwartet, dass sie von 32 unter das letzte Tief gehen, was wir hier hatten bei 9,10. Ich erinnere mich noch an die Headline in der Bild-Zeitung: Ist der Kranich noch zu retten? Ja. Aber tatsächlich sind sie dann im Laufe von 2018, das war der Höchstkurs im Januar, beziehungsweise im Dezember 2017, sind sie auf den Tiefskurs gegangen von 6,87. Das ist schon mal ein Wort gewesen. Ich gehe mal mit euch auf den Tagesschart, aber bevor ich das mache, wir sind von der technischen Seite her insgesamt schon sehr tief. Noch gibt es auf Wochensicht, das hier ist eine Kerze, eine Woche, kein Kaufsignal. Wir sind völlig neutral über das MACD. Wir befinden uns in der Nähe des unteren Bollinger Bandes. Und wir haben hier auch Chart Supports und die kann ich jetzt im Tageschart besser zeigen. Das ist der Tageschart. Ich gehe jetzt nicht auf die langen Bewegungen ein, sondern nur auf die kurzen, also seit dem 1.3. letzten Jahres. Wobei, ich möchte einen Punkt noch zeigen. Das hier ist das sogenannte Prä-Corona-Hoch. 15,48. Und dann verließen sie ihn. Und dann gingen wir runter in der ersten Welle bis 7. Haben es dann hochgeschafft, nochmal bis zu 12,5 und sind dann nochmal runter bis zu 7. Auf technischer Sicht, Tagesbasis, bekomme ich hier eine Stabilisierung rein über das MACD. Ich bekomme ein leichtes Kaufsignal auf sehr ermäßigtem Niveau über den Oszillator. Ich kann Folgendes machen. Ich kann einfach mal einen Trend ziehen von den letzten Hochpunkten und bekomme dann hier einen Widerstand momentan bei 11. Man sieht aber auch auf den ersten Blick, dass sich hier dieser Bereich um 10 als bisher eine recht solide Unterstützung herausgearbeitet hat. Wir haben hier die 200-Tage-Linie bei 9,88, handeln also darüber. Ich bin der Auffassung, dass der Wert hier die 10 halten sollte, kann aber auch noch mal kurzfristig bis zur 200-Tage-Linie gehen. Da sind wir so im Bereich bei 9,80. Aber diese Empfehlung, die neulich rauskam mit 14,50, die möchte ich eigentlich grundsätzlich noch überbieten. Ich glaube, wir sehen das Prä-Corona-Hoch. Und da sind wir so in dem Bereich um die 15,5. Ich werde durchaus positiv hier für Lufthansa. Der klassische Reopen Stock. Die Flüge werden wieder gebucht. Die Flieger werden von der Halde genommen, werden gewartet. Und deswegen bin ich hier grundsätzlich recht positiv. Man muss nicht mit einem engen Schein hier rangehen. So Basis 9,70, 9,80, 9,60. Man kann sich da ruhig ein bisschen mit Zeit lassen. Und wenn ich bei diesem Tool hier von der Hypovereinsbank One Market auf den Wert Lufthansa gehe, die Derivate öffne, kann ich mir natürlich hier die K.O.-Produkte rausholen. Ich nehme das jetzt hier mal ein bisschen runter, dass es den Chart nicht verdeckt. So. Und ich bin der Meinung, dass man durchaus mit einem Hebel von 9 arbeiten kann. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen höher, vielleicht so um die Basis 10. 10, da habe ich 9,37. 9,37 würde hier liegen, wo jetzt die Maus ist. Das heißt, unter dem letzten Verlaufstief. Nehmen wir lieber noch ein bisschen runter.
Den auf den hier, 9,22, das ist ein 8,66er Hebel. Ich denke, das kann man gut probieren. Insbesondere, wenn dieser Trend hier mit Schlusskurs gebrochen wird. Und da sind wir momentan ziemlich genau bei 11. Der 9,22er Karo-Schein ist ein Open-End-Schein, also unlimitiert. Es steigt jeden Tag die Basis von 9,22 ganz leicht an. Und der hat die Kennnummer HR4GFR. Einen Short, auch den muss ich ja nennen, würde ich allerdings wirklich erst hinter der 13 suchen, vorher nicht. Wer ein bisschen mutiger ist, geht hinter die 11,80. Aber einen Short, der sich momentan meines Erachtens nach noch nicht anbietet, würde ich schon hinter die 13 legen. Wobei ich jetzt überlege, 12,50, das passt auch. Letztendlich muss man ihn stoppen, wenn dieses Zwischenhoch hier bei 11,43 überboten wird. Dann muss man ihn stoppen. Ich denke, der passt. Das ist ein 5er Hebel mit der Basis 12,53. Das ist ein unlimitierter Schein, Open End. Der hat die Kennnummer HR67VC. Interessant ist immer der Vergleich Fraport mit Lufthansa. Fraport hatten wir im Februar einen schönen Film hier gemacht. Und danach sind die von 51 auf, ich glaube, 57 gestiegen. Wenn die eine steigt, steigt meistens auch die andere. Also das durchaus mal beides im Auge behalten. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.